Da hinten ist die Fabrik. Versuchter Mord? Ja gut, kann man so oder so sehen, ne? Autodiebstahl. Der Parkplatzwächter Dylan Burns meldet, einen Teenager zwischen Autos herumwandern gesehen zu haben, der in der Hoffnung auf ein unverschlossenes Fahrzeug alle Türgriffe ausprobierte. Bevor der Wächter ihn stellen konnte, fand er eine unverschlossene Tür und schoss sich im Wagen ein. Schloss. Wenige Sekunden später raste er mit quietschenden Reifen vom Parkplatz, wobei er die Höchstgeschwindigkeit weit überschritten hat. Du gehst mit, du gehst mit und du gehst mit. So, ist es ein weiter Weg? Ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken. Wenn wir nämlich immer die Höchstanzahl von Polizisten schicken. Ich würde ganz gern. Wir haben in der Schicht A 2, 4, 6, 8 Polizisten. In der Schicht B haben wir 2, 4, 6. Aber da werden ja noch welche eingestellt. Und wenn ich sie heute in die andere Schicht wechsle, dann bringt es eh nichts mehr. Also von dem her brauchen wir da erstmal nichts. Die Schicht B, da passiert ja gar nichts. Oder kommt jetzt gleich noch hier ab 14 Uhr. Autodiebstahl. Mehrere Beamten konnten den Aufenthaltsort des Autodiebs ausfindig machen. Zum gestohlenen Wagen aufholen, das Feuer öffnen, den Dieb überholen, die Straße blockieren, den Verbrecher überholen und versuchen, ihn zu verhaften. Wir machen das rabiat, like American Style. Zu dritt. Zu dritt, Freunde. Ach komm. Geiselnahme in der Vorstadt, Unterstützung, kein Wort. Ein weinendes Kind hat angerufen und gesagt, dass es von jemandem gegen seinen Willen festgehalten würde. Sie wollen mich nicht rauslassen, sie quälen mich. Ich glaube nicht, dass ich durchhalte, ich will raus und Pete sehen. So, die anderen sind ja wieder zurück. Aber das könnte jetzt ein richtiges Problem werden. Ich schicke wieder drei. Drei kommen jetzt wieder zurück. Und es müsste eigentlich jetzt schaffbar sein. Also, so, selbst wenn jetzt eine Mission käme. Und wir haben eine Geiselnahme und ich kann aber trotzdem nicht der SWAT mitschicken. Das ist krass. Wie geht's mit den Ermittlungen voran? Da hätte ich gerne noch einen Detective. Dann halt nichts. War? Rubinovic Casino. Wir haben einen Anruf von einem wütenden Casino-Gast erhalten. Er behauptet, dass eine der Angestellten, die ihm am Spieltisch herumhing, sein Portemonnaie mit mehreren tausend Dollar in Bar und mehreren Kreditkarten gestohlen hat. Die Sicherheitskräfte des Casinos haben ihn rausgeworfen und gesagt, er sei betrunken, aber der Mann gibt nicht so leicht auf. Das macht der Zubaki alleine. Nee, nimm Price mit. Pfeife kann er was lernen. Die ist eh viel zu alt. Jack, wir haben hier einen Fall von einem Idioten, der seine Schuld nicht bezahlen will. Er sagt, dass die Polizist sei, ihn schützen wird. Ich denke, wir sollten ihm zeigen, auf wessen Seite die Polizei wirklich steht. Also gut, das machen wir mal. Ich glaube, dadurch können wir wieder ein bisschen Kohle reinscheffeln. Bericht über die Geiselnahme. Falscher Alarm. Jesus Gott! Bevor er sein Brokkoli aufgegessen hat. Also manchmal frage ich mich wirklich, was seid ihr für Pfeifen? Tag ist gleich vorbei. Nicht viel passiert? So, Sintron ist schon wieder zurück. Diebstahl. Täter entkommen. Hey, das ist so krass. Also manchmal, ich weiß echt nicht, was ich da machen soll, ne? Irgendwo ist es doch auch wieder ein bisschen blöd. Kann es sein? Angriff mit einer tödlichen Waffe. Ein Sicherheitsmann hat auf einem Parkplatz einen verdächtig aussehenden Lieferwagen angehalten und darum gebeten, die Mitgliedskarte der Fahrerin zu sehen. Die Fahrerin tat so, als würde sie eine Karte aus dem Handschuhfach holen, zog stattdessen eine Waffe hervor und öffnete das Feuer. So, da gehen wir mal alle hin. Ah ja, also bitte, wenn jemand Feuer eröffnet, ist das nicht mehr witzig. Tag 6 geht über 21 Uhr hinaus? The day is not over yet. Ah, wahrscheinlich wegen dem Einsatz. Ein Streifenwagen hat den Lieferwagen des Täters eingeholt. Versuchen, den Lieferwagen von der Straße zu drängen, den Lautsprecher einsetzen, um den Lieferwagen das Anhalten zu befehlen. Dem Verbrecher die Reifen zerschießen, klingt doch schon mal gut. Der Lieferwagen nimmt eine Kurve zu eng und bricht durch das Fenster eines Shake-Shops. Eine Frau steckt aus dem Fahrzeug, packt den Verkäufer und hält eine Waffe an seinen Kopf. Lassen Sie den Mann sofort los! Die Verbrecher in den Kopf schießen, eine aufblasbare Sexpuppe auf die Angreiferin werfen. Wir schießen. Täter gefasst, Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt, alle kriegen was drauf. Sehr gut. Soll ja auch mal noch was positiv sein, oder? Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle.
Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Ermittlung eröffnen. Sie schießt. Er fährt weg. Genau, das ist es. Jawohl. Chinatown Wohnheim. Um die Verhaftung durchzuführen, müssen zwei Polizisten den leitenden Ermittler begleiten. Wenn der leitende Ermittler nicht im Dienst ist, wird die Verhaftung warten müssen. Aber denken Sie daran, dass Flüchtige nicht geduldig abwarten, bis Ihr Stundenplan den Angriff zulässt. Denken Sie auch daran, dass Kriminelle unterschiedlich reagieren werden. Ein verängstigter Dieb wird sich eher ergeben, sobald er keinen Ausweg mehr hat. Ein brutaler Mörder wird vielleicht sehen wollen, wie viele er noch mitnehmen kann. Bei gefährlichen Kriminellen ist es sicherer, erfahrene Polizisten zu schicken oder sogar das SWAT-Team, falls es für nötig empfinden. So, da für den Raub in Chinatown nehme ich mal die beiden. Können wir das SWAT-Team? Ja, das können wir mitnehmen. Ohne den leitenden Detektiv besteht eine geringere Chance auf Erfolg. Sind Sie sicher, dass Sie die Beamten alleine losschicken wollen? Nein. Da muss ich echt noch warten, ne, mit der Verhaftung. Keine neuen Ansichten gefunden. Detective Mole. Krass! Ich hab den aber nicht. Kann ich den Tag nicht abschließen jetzt? Oder wie geht es? Also so einen langen Tag hatte ich noch nie, doch jetzt. So, ich gucke jetzt mal, ob das so auch geht. So, jetzt haben wir die Schicht. Jetzt könnte ich eigentlich den verhaften. Rassistische Gangs haben freie Hand in der Stadt. Zweiter Wolkenkratzer für Freeburg. Und Ermittlungen gegen Francis Kendrick könnten wieder aufgenommen werden. Was? Wieso das? Er ist tot? Wie soll ich in die Ermittlung aufnehmen gegen irgendjemand, der tot ist, bitte? The people of Freeburg have built up a tolerance for the petty horrors of modern life. You'll never see crowds gathering around a beaten passerby. Folks rarely even slow to gawk at a car accident. And street theft doesn't turn heads anymore. Been a long time since people got worked up about stuff like that. So when I ran into a troubled crowd on the way to work, I knew there was something serious going on. Something bad enough to knock these people out of their daily rhythm. And we're talking about people who would step over a corpse if it was blocking the door to the coffee shop. But apparently all it takes is a bunch of leaflets, or spreading broken glass across Main Street. Or releasing a couple hundred rats in the ice arena. The mysterious figure taking responsibility for these strange acts goes by the alias Robespierre. Nobody knows who he is, what he wants, or what all this adds up to, from the buckets of lard spread on the sidewalk to the front door of City Hall covered with ostrich feathers. But this strange cross between childhood pranks and cheap theatrics has got the people all worked up. Everyone understands when some Freeburg crook satisfies the basic human need to rob and kill. But when someone steals a lion from the local zoo and locks him in a cell below the courthouse, the people start asking questions. Tja, manchmal ist es halt wirklich so. I kind of like this Robespierre. It's not just the pranks he's pulling or his green bull's head emblem. I just like his funny nickname. Robespierre? Really? Who does that make me? The Marquis de Lantenac? I don't think so. In the old books about revolutions, I fancy myself the old gunner who goes off to war with a bag of damp powder. Or maybe the innkeeper who tops up the beer kegs with mop water. It's something to think about. Tja, wie wird der Tag laufen? Ich will auf jeden Fall die Verhaftung durchführen. Wenn ich die Möglichkeit bekomme, weil jetzt ist der Detective Martin Stett ist ihr neuer Stellvertreter. Guten Tag. Cooper ist heute nicht zur Arbeit gekommen, du Sackgesicht. Ein paar Freunde haben mich gefragt, ob ich ihnen im Tierheim aushelfen. Die haben viel zu wenig Leute, kann ich einen Tag frei haben? Ja, kannst du machen. Meine Katzen haben abgelaufene Sahne gegessen, ich hatte ganz ganze Nacht. Inzwischen geht es ihnen besser, aber ich würde gerne den Tag bei... Nein. Also bitte.
Wir haben jetzt nur 6 Polizisten, 3 Detectives, aber Beasley ist da. Und jetzt können wir. Neue Platten können als Geschenke oder als Dankeschön für den Dienst erhalten werden, aber warum warten, wenn sie ihre Sammlung jetzt schon aufstocken können? Was ist Katalog? Ach, Quatsch. Niedrigen Preisen und Scheißdreck, da können wir Platten kaufen. Blödsinn. Blödsinn, 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 Blödsinn. So, jetzt gucke ich gleich als erstes. Die Mafia kann Ihnen einige sehr hilfreiche Dienstleistungen anbieten. Sie sind inzwischen praktisch ein Mitglied der Familie, also wird es Sie kaum etwas kosten. So. Die Sands. Notruffalle. Die Mafia wird einen falschen Notruf abgeben und alle Beamte, die am Tatort eintreffen, werden getötet. Ermittlungsfalle. Die Mafia wird eine besondere Ermittlung fälschen und der Detective, der am Tatort ankommt, wird getötet. Die Mafia wird Mitglieder des Komitees vor der Anhörung im Büro einschüchtern. Ah, wenn ich irgendwelche Leute loswerden will, dann kann ich das jetzt machen. Ihr neuer Stellvertreter ist kein Kendrick, aber auch nicht so nutzlos, wie es scheinen mag. Er kann einige ihrer Pflichten übernehmen, wenn bei ihnen die Zeit knapp wird, aber sie müssen das Mittagessen ausgeben, zusammen mit anderen Spesen. So, jetzt geht's los. Stellvertreter, Polizeischule, ihre Angestellten zur Ausbildung schicken, Grillfest, Angestellte zu einer lockeren Freiluftparty schicken, einen Spitzel anheuern, einen Angestellten bezahlen, für sie Informationen einzuholen, Schweigen erkaufen und Namen erkaufen, Statistik, wöchentliches Einkommen, Bester, Timson und Beasley, verstorbene 3, ah cool, das sagt uns jetzt der Stellvertreter, brauche ich aber erstmal nicht. So, ich will jetzt den Chinatown Scheißdreck machen, da werde ich sie mitnehmen. Sie und SWAT. Das heißt, ja, das machen wir mal. Dann haben wir Begräbnis Jill Austin. Die Frau war ein aufrechter Dienerin der Stadt. Heute wird sie mit militärischen Ehren beigesetzt. Begräbnis. Offizielle Beschwerde. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Beschwerde ihrer Angestellten gegen sie zur weiteren Ermittlung an die Staatsanwaltschaft weitergegeben wurde. Gehaltserhöhung. Sie verdienen jetzt 10% mehr. Bigfoot Sportschuhgeschäft. Der Verkäufer im Schuhladen berichtete, dass 2 Teenager die teuersten Schuhe im Laden ausfindig gemacht und dann anprobiert hätten, um ohne zu bezahlen mit den neuen Schuhen an den Füßen aus dem Laden zu rennen. So, dann schicken wir mal Grant. Das sollte die doch alleine schaffen, oder? Wir behalten mal unsere Kohle zusammen, können allerdings da, wie gesagt, die einigen Leute loswerden. Schnappschüsse, dann haben wir 6. Das war der Raub, da sind wir gerade dran, den Verdächtigen zu verhaften. Und dann haben wir wieder freie Kapazitäten. So, Bericht Raub. Wir haben ihn. Und alle kriegen was dazu. Sehr gut. Alle Verdächtigen konnten verhaftet werden. Fall geschlossen. Beasley und Lai. So, jetzt kann ich aber nochmal zu den Ermittlungen gehen und dann noch Detectives zuordnen, oder? Hoffe ich doch. Ja, dann nehmen wir noch Lai dazu und Anderson. Wir haben ja momentan keine Ermittlungen. Also passt es. So, je mehr Ermittlungen im Mordfall, umso besser. Und momentan ist der Tag eigentlich noch relativ ruhig. So, los geht's. Versuchter Mord. Ein Mann ist früher als üblich von der Arbeit nach Hause gekommen und hat seine Frau mit ihrem Liebhaber im Bett vorgefunden. Ein Hausangestellter hat die Polizei gerufen, als sie sah, wie der Ehemann ein Jagdgewehr aus dem Wandschrank holte. So, dann nehmen wir alle, die noch verbleiben. Die Teenager stehen nicht weit vom Laden entfernt herum, rauchen und bewundern ihre neue Schuhe. Habt ihr 2 mal eine Zigarette? Versuchen, einen der Jungs zu packen. Höchste Zeit, die Schuhe zurückzubringen. Na, wir fragen mal ganz getarnt. Pff. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann, Wachmann. So, wenn wir jetzt wieder irgendwelche Detectives loswerden müssen. Heute findet in Freeburg die Premiere von Zurück in die Zukunft statt. Der Verleih des Films hat die Stadt darum gebeten, einen Beamten zum Eingang zu schicken und sicherzugehen, dass die Besucher keine Kameras mit in die Kinos nehmen. So, da gibt es wieder Kohle, glaube ich, oder? Ein bisschen Erfahrung. Kann nicht schaden. 2 Polizisten haben wir frei. Jetzt müsste auch gleich der andere Fall erledigt sein. Der versuchte Mord. Was? Holy... Wir haben 2 freie Plätze auf dem Arbeitsmarkt. Eric Grimes für Schicht A und Liam Dodd auch für Schicht A. Wir haben Detectives. Aber wir haben keine freie Stelle als Detectives.
Krass, sehr scheiß, Alter. Middleton ist im Arsch. Leco mio, zwei Beamte wurden erschossen. Jetzt habe ich halt einfach mal nur noch fünf, ne? Fuck! Und der Tag ist gerade mal Grundschule. Ein junger Vater, dem das Erziehungsrecht entzogen wurde, hat versucht, seine Tochter vor der Schule abzuholen. Als ihm der Zutritt verwehrt wurde, griff er eine Lehrerin an, stieß sie zu Boden und begann, auf sie einzutreten. Tja, und was passiert eigentlich, wenn ich mal zu einem Einsatz nicht kann? Ja, super. Größe Musikladen. Kann ich nicht. Jack, heute haben wir um Gebäude etwas bei 2209 laufen. Wir wollen doch nicht, dass Polizisten bei der Party stören. Ich denke, 4000 sollten ausreichend für so eine Bitte sein. Ja, das passt, aber was mache ich mit dem Stadtzentrum? Ich kann da niemanden schicken. Dadurch, dass die anderen zwei tot sind? Ja, toll. Ja, leco mio. Zivilisten getötet. Ja, gut, was soll ich machen? Ich kann nicht. Ich kann's nicht übernehmen. Pff. Krass, ey. Tja, jetzt ist es soweit. Wir brauchen auf jeden Fall... Ich will jetzt mal bei der Stadtverwaltung... Ah, 4 Tage muss ich warten. Ich wollte nämlich jetzt gerade nach einer weiteren Stelle fragen als Polizist. Bei der Ankunft waren alle Lichter aus. Der Nachtwächter des Museums gibt an, dass er seinen Job erst seit ein paar Wochen hat und fürchtet, dass er aufgrund des Vorfalls gefeuert werden könnte. Die Polizei könnte ihn beruhigen und er hat sie auf die Toilette aufmerksam gemacht, in der sich der Künstler eingeschlossen hat. Die angrenzende Toilette, Tür aufbrechen... Ein junger, weinender Mann, der ein Messer in der Hand hält, beharrt darauf, es handelt sich um einen Performance-Kunst und niemand würde ihn verstehen. Er weigert sich, sich zu ergeben und droht, sich selbst zu verletzen. Wir wollen nur reden, versuchen das Messer zu packen, erzählen Sie mehr über Ihre Kunst. Jawohl, siehst du, so ein bisschen Einfühlvermögen oder was auch immer. Aber Stadtzentrum geht halt nicht. Brauche ich 3, die ich nicht habe. Okay, es verstreicht einfach ohne negative ohne negative Aspekte ist auch nicht schlecht. So, der Tag ist vorbei. Passt dann auch genau mit der Aufnahme heute. Wunderbar. Come on over. Come on over, baby. 22.09 kommt noch was. Das Mafia-Dingens. Da darf ich niemand hinschicken. In diesem Teil. Jetzt müsste es gleich kommen. Zack. Gebäude des Ingenieurwissen. Da darf ich niemand hinschicken. Zwei Täter gesehen, die aus einer Fabrik durch ein Loch in der Wand Aluminium schalen. Jetzt kommt es halt drauf an. Genau das ist es nämlich, wo man entscheiden muss zwischen Dienst und zwischen der Kohle von der Mafia. Und da lasse ich jetzt einfach mal die Polizisten weg. 22.09 war angekündigt. Ah, es gibt was Neues im Mordfall. Danke. 4000. Bericht Diebstahl... Und Mord, keine neuen Ansichten gefunden? Alter, der Mordfall, der wird uns noch ein bisschen beschäftigen, glaube ich, ne? Jack, wir haben sicher die Zeitungsartikel über Thomas Blaine gelesen, den Polizisten im Ruhestand, der an Schizophrenie erkrankt ist und eine schwangere Frau erschossen hat. Damit sich so eine Tragödie nicht wiederholen kann, haben wir beschlossen, dass alle Polizisten über 50 einen psychologischen Test ablegen müssen. Dazu gehören auch Sie, Jack. Dr. Eleonora Waterbury erwartet Sie morgen früh im Büro. Kommen Sie nicht zu spät. Okay. So, kann ich da noch weitere Detectives? Ich habe keine, ne? Beasley. Geht nicht. Alter, wir brauchen mehr Detectives. Da muss was passieren. So, wir können den Tag wieder beenden, Freunde. Ich hoffe, euch gefällt es weiterhin. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Ansonsten einfach mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.